und wir reden von olympischen Startern. Da haben wir natürlich noch einen, den kennen Sie. Das ist Andreas Helgstrand hier aus Dänemark am Start. Er war dabei 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen, damals im Sattel von Blue Horse Cavan. Sie erinnern sich an diesen dunkelbraunen, sehr schicken Hengst, den er übernommen hat übrigens von Lars Petersen, der ja vorher Bereiter bei Blue Horse bei dem Gestüt war. Dann kam er, hat die Fähre übernommen. Inzwischen ist er da nicht mehr, hat sich selbstständig gemacht, war aber auch noch ein zweites Mal für Blue Horse bei Olympischen Spielen dabei. Das war 2008 in Hongkong und da saß er auf Don Shufo. Den Namen haben Sie in den vergangenen Tagen schon ganz oft von mir gehört, denn Don Shufo ist hier wirklich sehr vehement vertreten mit Nachkommen. Er hat schon 8 oder 9 Mal, ich bin nicht ganz sicher, die Zuchtrangliste der deutschen FN hier angeführt. Also, ein ganz erfahrener Reiter, 2 Mal bisher bei Olympischen Spielen, dann mit der Stute, die ich vorhin schon mal kurz in Erinnerung gerufen habe, mit dieser umstrittenen, aber sicher imposanten Stute Matinee, mit der er Vize-Weltmeisterin wurde 2006 in Aachen. Und jetzt hier präsentiert er uns Arkem Foldager, ein 11-jähriger Däne von Akinos gezogen, aus einer Loran-Mutter von Florin Patricia. Ja, wir haben heute ja wirklich schon ein paar Traversalen gesehen. Das ist einfach spannend, die verschiedenen Bewegungsabläufe hier mal zu vergleichen. Wir hatten schon sehr flache Traversalen, aber das hier ist natürlich eine sehr erhabene Art, wobei sich die Richter hier nicht ganz einig sind, wie gut sie das finden. Der eine gibt für die Traversale nach links eine 7, der andere ist total begeistert und gibt eine 9,5. Hatten wir hier heute noch nicht auf dem Notenbogen. Ja, sehr erhaben, sehr im Takt. Also das ist natürlich eine extrem imposante Erscheinung, die wir hier jetzt im Viereck haben, dieser Arkem Foldager. Wow. Hollari, hier erleben wir aber jetzt gerade was. Das war eine Piaffe. Er wurde sehr eng, das kann man gar nicht anders sagen, aber er hat das ja in einer Elastizität und mit einem Rhythmus durchgehalten. Oh, da gibt es die 10. Da gibt es doch einmal für die Piaffe eine 10. So, jetzt nochmal genau aus anderem Blickwinkel. Das ist schon... Okay, das ist immer noch eine super Piaffe. Vielleicht nicht ganz so toll gelungen wie die erste. Aber was für ein Gummiball hat er da unter dem Sattel. Der bewegt wirklich alles. Und das ist ja immer das... was man natürlich nur bedingt reiterlich beeinflussen kann. Da muss das Pferd schon dieses Gummi, wie man so schön sagt, selbst mitbringen. Ja, Sie sehen das. Nach rechts für die Wechsel muss er ihn ganz schön einstellen.
Also das ist jetzt vielleicht noch nicht so sicher, wie wir das heute schon gesehen haben. Aber bitte mal nicht vergessen, dieses Pferd ist ja auch erst 11, hat noch ein bisschen Zeit, dann noch sicherer zu werden. Aber was hat der für Grundvoraussetzungen? Was hat der für eine Grundqualität in den Gangarten? Das ist natürlich schon echt Oberklasse. Ah, da hat er ganz am Anfang einen hinten nicht mit durchgesprungen und ganz am Ende hat er dann leider noch mal den Fehler gehabt. Also die Einerwechsel hier nicht geglückt. Aber meine Herren, was haben wir hier schon für Highlights gesehen jetzt? Der hat alles, was man braucht für den Grand Prix-Sport. Ja, haben Sie wieder gesehen, nach rechts fällt ihm der Wechsel noch so ein Tick schwerer als nach links. Na komm, da darf er ruhig ein bisschen aktiver noch bleiben. Ich meine, die war klein, die Pirouette, ganz klar. Aber da darf er, finde ich, noch aktiver hinten durchgaloppieren. Ja, der starke Trab, sicher imponierend, aber nicht ganz so mich vom Hocker reißend, weil ich nicht sicher bin, ob da die Hinterhand und die Vorhand so optimal zusammenpassen. Hier in der Passage, das macht schon sehr viel Spaß. In der Anlehnung super. Da, jetzt hat er den Rhythmus. Ne? Die ersten zwei ein bisschen gekrabbelt vielleicht, aber was ein Rhythmus. Die Kruppe gesenkt. Man muss auch schon aufpassen, dass er die Kruppe nicht zu viel senkt, fast. Unheimlich aktiv. Also, wir hatten schon ein paar Mal diesen Gedanken, das Pferd muss die Piaffe wollen. Und wenn sie einer will, dann ist das, glaube ich, dieser. Und guck mal hier, da kann er sich doch ein Grinsen nicht verkneifen. Und da hat er recht, er weiß ganz genau, er hat uns hier, Himmel nochmal, hat er uns hier ein Leckerbissen geboten. Das waren ja tolle, tolle Highlights. Auch noch mit der einen oder anderen kleinen Ecke, gerade die Wechsel, da kann er noch viel dran verbessern. Aber Piaf Passage, och, und auch diese Grundgangarten, Trab und Galopp, zugegeben, Schritt haut einen nicht aus der letzten Sohle. Aber ganz viel Elastizität, Engagement, Ehrgeiz. Naja, gut, und Andreas Helgstrand ist ein Profi durch und durch. Er hat natürlich dieses Pferd hier auch exzellent präsentiert. 11 Jahre alt, der dänische Wallach von Akinos. Fuldager. Ja, also gucken Sie mal, Hankenbeugung und dieses energische Abfußen, was er dann auch tatsächlich durch den Körper voll durchschwingen lässt. Das ist ja das, was die Piaffe dann wirklich so wertvoll macht, dass es hier dann sogar auch die 10-mal gegeben hat. Ja, auch im Galopp will der den ganzen Körper benutzen. 75,617 können wir, glaube ich, voll mit leben. Und überlegen Sie mal, da waren ein paar Ecken drin, da waren die verhauenen Einerwechsel drin. Trotzdem so hoch vorne dran. Also da sehen Sie mal, die zwei, die sind ja, wenn das alles picobello läuft, wenn die Feinabstimmung hier noch klappt, die Wechsel noch sicher sind, dann sind die ganz schnell in Richtung 80%.